Dankeschön. Wie groß bist du, mein Gott, haben wir gerade soeben gehört. Und wir haben wirklich einen großen Gott, einen wunderbaren Gott. Gestern haben wir die kleinen Propheten, die sechs kleinen Propheten betrachtet, den letzten Teil. Und da haben wir aufgehört bei Maleachi, wo Gott sagt, ich hab euch lieb, spricht der Herr. Ich hab euch lieb. Gott hat uns lieb, hat eine Liebeserklärung uns Menschen gemacht und so weiter. Ich habe euch lieb, wir sind Gottes Lieblinge. Und heute will ich ein Stückchen weitermachen und ich werde im Monat November und auch Oktober insbesondere so Bibelarbeit machen. Im Alten Testament, ich will mal wieder das, mein Bibelwissen erfrischen und erneuern. Das ist so wichtig, dass man das Wort Gottes lieb hat. Das Alte wie das Neue Testament. Denn wir können das Neue Testament nur verstehen, wenn wir das Alte verstanden haben. Und wenn wir das Alte begriffen, warum musste Jesus kommen? Warum musste Gott seine Liebe bekunden? Ich habe euch lieb. Ich habe euch lieb. Ist das nicht wunderbar? Wir werden von Gott geliebt. Und dann lesen wir im Neuen Testament, in Johannes Kapitel 3, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzigen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Heute betrachten wir, oder will ich betrachten mit euch zusammen, 1. und 2. Könige und 1. und 2. Chronik. Das sind die Bücher, die Geschichte der Könige Israels, was dort alles passiert ist. Ich überfliege ja nur, ich kann ja nicht alles so intensiv behandeln, aber ich überfliege das Wesentliche, was mich anspricht, was mir groß geworden ist, wieder, wenn ich so die Bibel zum x-ten Mal lese. Ich weiß nicht, wie oft ich schon die Bibel durchgearbeitet und durchgelesen habe, und das inspiriert mich jedes Mal neu. Das Wort Gottes ist so etwas Reichhaltiges, wie eine große Beute, die man macht für sein Leben, für den Rest seines Lebens. Man findet immer wieder Schätze da drin. So, in diesen Büchern 1. Könige und 2. Könige und 1. Chronik und 2. Chronik, da wird die Geschichte uns erzählt. Und es ist so wichtig, dass wir die Geschichte kennen. Bei Maleachi ist mir so groß geworden, da fehlen 400 Jahre zwischen Johannes dem Täufer und dem letzten Propheten Maleachi. Und in diesen 400 Jahren ist viel passiert. Da kamen die Makkabäer, da kamen die Griechen, da ist ja dies und jenes passiert. Lies mal die Apokryphen, da ist die Zeit hier, die Zwischenzeit, was da passierte. Und die zwei Bücher, Könige und so weiter, diese Fortsetzung vom Samuel, die Chronik und so weiter, wird ergänzt noch, das Wesentliche, und es umfasst eine Zeit von 450 Jahren. Und diese Zeit ist so wichtig auch. So wie bei Maleachi und Johannes dem Täufer sind auch über 400 Jahre, was dazwischen liegen. Also Gottes Wort ist immer so in 400 Jahren eingeteilt. 400 Jahre waren sie in der babylonischen Gefangenschaft, oder nicht babylonische Gefangenschaft, in ägyptischer Gefangenschaft oder Sklaverei. Die Bücher beginnen mit dem Ende dieses Königsbücher und Chronik. Beginnen mit dem Davids Reich, das Königreich, was wie David war, das war das am Höhepunkt mit dem Wichtigsten, das war das Wichtigste. Und dann enden sie mit dem Königreich Juda und Israel, wie sie dann in die Verbannung kommen. Die Echtheit dieser Bücher, dieser Chronikerbücher, das sind ja Geschichtsbücher. Weißt du, die Leute sagen, was soll ich da draus lernen? Das sind nur Geschichte, Kriege oder Morde und was da alles war. Wir sollen nur sehen, so hat sich das Volk Gottes degradiert, sich ab. Das entwickelt, so haben sie das alles verloren. Gott hat David gesegnet, mächtiger Art und Weise, und dann Salomo noch, und dann wurde das Reich zerteilt, und es ging mehr und mehr bergab. Und im Neuen Testament werden die gerade Chroniker und Könige werden zitiert, die Geschichte von David wird zitiert und so weiter und mit anderen Schriftstellen belegt, also das ist nichts Außergewöhnliches, die Bibel bestätigt sich selbst. Also die Bibel erklärt sich auch selbst. Das ist ganz wichtig, dass wir das wissen. Und die Verfasser, ja, die standen voll drin in dem ganzen Geschehen. Sie haben ihre Quellen gehabt, was wir leider nicht mehr haben. Viele Quellen haben wir nicht mehr. Wenn wir hier nachher an Chroniker kommen, da fehlen uns so viele Bücher. Da ist die Schrift verloren gegangen und die Schrift verloren gegangen. Und wir haben auch hier das Alte Testament, Septuaginta, erst 1000 nach Christus, dieses Leningrader Kodex, verstehst du, das ist 1000 Jahre nach Christus, da ist so viel verloren gegangen, und wir sind Gott auch dankbar, dass wir zum Beispiel in Qumran hier alte Schriften gefunden haben, so in den Tongefäßen, und die Bibel hat sie bestätigt, und Jesaja, zum Beispiel der Text vom Jesaja ist wortwörtlich damals dort abgeschrieben worden.
Und jeder einzelne König, er wird beurteilt vor Gott, je nach der Stellung zu Gott und zum Gesetz. Und da heißt es, und er wird von ihm gesagt, und er tat, was dem Herrn übel gefiel, oder er war ein König, er tat, was dem Herrn wohlgefällt. Und das ist, wie wir gerichtet werden. Auch wir Menschen, wir sind ja Könige und auch wir werden beurteilt. Er tat, was dem Herrn wohlgefiel, oder er tat, was dem Herrn nicht gefiel, wo der Herr ein Greuel sah. Die Bücher der Chronik ergänzen die Königebücher. Sie heißen Angelegenheiten des Tages oder sind Ergänzungen, was die Könige erlebt haben, also fortlaufende Geschichte war. Das ist die Chronik, fortlaufende Geschichte, ergänzendes. Und die Verfasser, wahrscheinlich war Esther der eine Verfasser hier, vor allem sein Schreibstil, sein Wortwahl und so weiter, das kommt in den Chronikerbüchern zum Vorschein. Also man hört, der Esther spricht hier. Und diese Verfasser berufen sich auf Quellen, Geschichtsbuch der Könige zum Beispiel, die Geschichte Israels, 2. Chroniker, Kapitel 25, Vers 26. Dieses Buch haben wir nicht mehr. Aber das ist die Geschichte der Könige, aus dem haben sie dann die ganzen Geschichten genommen. Oder das Buch des Propheten Nathan, wo er dann über David weissagt und redet zu David, was er machen soll und nicht machen sollte. 1. Chronik, Kapitel 29, Vers 29. Also die Geschichte, wir würden das alles nicht wissen, wenn das nicht zusammengefasst worden wäre. Als sie aus der babylonischen Gefangenschaft kam, und Esra war es ganz wichtig, dass sie das Volk wieder ganz neu belehren, dass sie ein bisschen die Geschichte kennen. Wer seine Geschichte nicht kennt, kann auch keine Zukunft haben, kann eine Gegenwart meistern, er kann gar nicht richtig leben. Du musst deine Geschichte kennen. Wo komme ich her? Wer bin ich? Und wo gehe ich hin? Dann das Buch Gads des Sehers, eine Prophezeiung, auch was der Gad hier, auch ein Prophet zur Zeit der Könige da war. Dann die Prophezeiung von Ahias, von Silo und dann die Geschichte von Jiddis. Das sind also Bücher, die uns verloren gegangen sind. Und da werden diese Geschichten fetzenweise zusammengetragen. Dann das Buch des Semaias, des Propheten, 2. Könige Kapitel, 2. Chroniker Kapitel 12, Vers 15. Oder das Buch des Jehus, der zur Zeit hier des Königs Josaphat wirkte und arbeitete, 2. Chroniker Kapitel 20, Vers 34. Und dann sogar Stücke, was nicht beim Propheten Jesaja ist, auch da Stücke werden in Chroniker verarbeitet, damit wir die Bibel verstehen im Zusammenhang. Das ist die Geschichte. Und daraus kommt Jesus ganz besonders. Wir wissen oft gar nicht, wo kommt Jesus her. Er ist nicht vom Himmel gefallen. Und sein Hintergrund, der Background, das ist ganz wichtig. Dann wird betont über die Bundeslade, wie die Bundeslade hier im Hause Obed-Edoms steht. Da wird betont der Segen. Wir werden morgen auch über den Segen hören, wie dieser Obed-Edom gesegnet wurde, seine ganze Familie, weil Gott in der Mitte war, weil Gott ein Zuhause hatte. Da wurde überaus reich gesegnet, dass der David sogar neidisch und eifersüchtig wurde. 1. Chronik, Kapitel 13, kannst du diese Geschichte nachlesen. Dann die Bundeslade. Die Bundeslade und Jerusalem wurde zum Mittelpunkt gemacht des religiösen Lebens damals in Palästina. So, die Gegenwart Gottes ist das Zentrum des Lebens, auch damals gewesen, wird heute. Wenn Gott nicht die Mitte des Lebens ist, sind wir verloren. Und 1. Chroniker, Kapitel 15 bis 16, wird die Bundeslade behandelt. Die Frage ist, wo ist die Bundeslade jetzt? Denn wir wissen, bei der Einweihung des Tempels, da fehlt schon die Bundeslade. Irgendwo hat der Salomo das verschlammt oder gar nicht wichtig gehabt. Und die Frage ist, wo ist die Bundeslade? Die 10 Gebote, diese Steintafeln, die dort verwahrt wurde, das Gesetz. Dann das Bild des Segens, das auf dem Volk ruhte, wenn Gott in der Mitte ist. Ist Gott bei uns in unserer Mitte, in unserem Zentrum, dann sind wir gesegnet. Dann eine Geschichte, eine negative Geschichte. Auch das hätten wir nie erfahren, wenn die Chronik nicht da wäre. Die Volkszählung, 1. Chronik, Kapitel 21, wo Gott gesagt hat, David, was hast du gemacht? Er wollte wissen, wie stark er ist, wie viele Leute er hat und dergleichen. Aber hier, Gott zählt nicht, Gott wiegt die Menschen. Das ist so wichtig. Gott hat dem David verboten, die Menschen zu zählen, sein Volk zu zählen. Er kann Tiere zählen, er kann Stühle zählen, er kann Häuser zählen, er kann alles zählen, aber er sollte die Menschen, das Ebenbild Gottes, nicht zählen. Auch für uns ist wichtig, wie viele Leute waren heute in der Versammlung. Es ist so wichtig, dass wir darüber hinweggehen, dass es gar nicht wichtig ist,
Wichtig ist, dass der Herr da war. Und wir haben für die kleinste Versammlung die größte Verheißung, wo zwei oder drei zusammenkommen in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Dann, was Gott alles macht, wie Gott dann ja, hier dem David und behandelt. Er darf wählen, was er will, und er sagt, lieber falle ich in der Hand Gottes als in der Hand der Menschen. Und Geschwister, es ist so wichtig, in der Hand Gottes zu fallen und nicht in der Hand der Menschen. Und dann das Interessante ist, in 1. Chroniker, Kapitel 21, die Pest, die hörte genau an der Tende Omans hier auf dem Berg Moria, das später der Tempel wurde. Also das ist eine prophetische Handlung, das wäre nicht in der Bibel, wenn hier nicht diese Verfasser dieser alten Geschichten aufgearbeitet haben. Und es ist so wichtig, Geschwister, dass unsere Geschichte, Lebensgeschichte vom Vater, Großvater und so weiter auch bei uns aufgearbeitet wird. Denn die meisten kennen sich gar nicht. Ich komme aus dem Hause sowieso, aber wer nicht? Wer bin ich? Wer bin ich? Ja, da kauft der Tenne nachher diesen künftigen Tempelsplatz, das wird dort berichtet. Und es gibt viele Geschichtsfälscher, die schreiben alles schön. Ich denke nur die Ägypter in ihren Pyramiden und so weiter, oder den Stelen, dann schreiben sie, wie der gesiegt hat, wie der gejagt hat und was der da alles erreicht hat. Das ist alles nur schön verbreitet. Die Bibel ist so einfach, die deckt auch die Fehler auf. Die Bibel beschönigt nichts, die Bibel hebt niemand in den Himmel, die Bibel sagt die Wahrheit. Und es ist so wichtig, dass wir die Wahrheit erfahren. Was ist da los gewesen? Sie sagt, wie es ist und wie es war und was die Leute gemacht haben und wie es mit den Leuten weiterging. Der Mensch steht sich selbst im Weg. Das erleben wir, wenn wir so die Chronik und Könige lesen. Der Mensch steht sich selbst im Weg. Der Mensch, ich und wir alle miteinander sind die größten Hindernisse im Glauben. Er tat, was dem Herrn missfiel, oder er tat, was dem Herrn gefiel. Der Mensch ist das größte Problem, aber auch die größte Lösung seiner Probleme. Der Mensch, wenn er sich Gott hingibt, Jesus annimmt und so weiter, er kann die Probleme lösen, weil das wollen viele nicht wahrhaben. Ich bin die Ursache für meine Probleme, für meine Krankheit, für meine Depression, für meine Ängste, für meine Schwierigkeiten ringsherum. Ich werde belagert. Und immer wenn die Könige nicht im Willen Gottes waren, da wurden sie belagert, meistens um die Erntezeit, wo die Ernte zu holen war. Und wenn sie Gott dienten, da hat der Herr sie gesegnet, sie beschützt und für sie gestritten und gekämpft. So, wir können das sehen. Ist Gott mit uns oder ist Gott nicht mit uns? Und wie können wir das dann messen? Um Gott brauchst du dir keine großen Sorgen machen. Lass doch den Löwen hier aus dem Zoo raus und du wirst sehen, wie der sich selbst verteidigt. So, Gott musst du nicht verteidigen. Mach dir über Gott keine Sorge. Das erscheint auch hier aus den Könige- und Chronikbüchern. Mach um Gott keine Sorge. Gott kämpft für sich selbst und Gott bringt die Menschen ans Ziel. Und das ist auch meine Botschaft hier. Lebe vom Ziel her. So wie das am Anfang war, das Haus Davids, wie Gott sie gesegnet hat. Der hat den Saul verworfen. Da hört die Geschichte, die Samuel-Bücher auf mit Saul, mit der Verwerfung Sauls. Und dann beginnen die Könige, den richtigen König, den Gott sich erwählt hat, den David nach dem Herzen Gottes, ein Mann nach dem Herzen Gottes, obwohl er auch ein Lump war. Entschuldigung, David war auch ein Lump und trotzdem, er war so ehrlich, wenn er seine Fehler sah und einsah, er tat gleich Buße und zwar gleich richtig. Er weinte, bis er keine Tränen mehr hatte. Das sehen wir auch in den Geschichten. So, Chronikbücher, sie erzählen die Geschichte Israels, was war, wie Gott das Volk Gottes geführt hat, die Geschichte, wie sie sich entwickelt haben, zu dem, was sie wirklich sein sollen, den Messias in diese Welt zu bringen. Und das ist die Botschaft der Bibel. Das Heil kommt aus den Juden und es ist so wichtig, dass hier das Evangelium richtig verkündigt wird. Aus dem verdorbenen Volk, aus diesen runtergewirtschafteten Leuten, aus denen kommt der Messias, um das Volk Gottes zu erlösen. Nach der überstandenen Exil hier, waren viele Juden in ihre Heimat wieder zurückgekehrt, um ihr Land und seine Hauptstadt wieder aufzubauen, Jerusalem wieder aufzubauen, den Tempel aufzubauen. Das war ihnen ein großes Anliegen. Und wir sollten immer wissen, das ist Gottes Wille, dass sein Reich gebaut wird. Als die späteren Generationen, sie sollen wissen, und nicht nachlässig sein, da werden sie ermutigt. Gerade von dem Esra, der hat es so schön betont, bau das Reich Gottes, dann diese Propheten, die kleinen Propheten, was wir gestern gehabt haben, die haben das vollständig permanent ermutigt, baut das Reich Gottes, trachtet am ersten nach dem Reich Gottes, dann wird euch solches alles zufallen. So,
Und diese Verfasser von Könige und Chroniker, sie erinnern, was die Geschichte war, damit man sich identifizieren kann. Weißt du, dass wir noch nicht aufgegeben sind, dass wir noch nicht verloren sind. Gott hat sein Volk, seine Kinder nicht aufgegeben. Wie bei Malachi, ich habe euch lieb, meine Kinder, ich bin für euch. Mit den Büchern von König und Chroniker wird Gottes Geschichte fortgesetzt, wie Gott mit den Menschen umgeht, auch wenn sie verloren gehen, auch wenn sie absteigen, auch wenn sie, ja, sie degradieren. Gott handelt in ihrer Mitte. Gott hat sie nicht aufgegeben, und weil das Ziel hat er im Auge. Der Messias muss kommen. Und gerade Chroniker und Könige behandeln die Zeit vom Anfang bis zum Wiederaufbau des jüdischen Gemeinwesens, bis die Juden wirklich Juden waren. Ja, nach der babylonischen Gefangenschaft kamen sie zurück, und da eiferten einige Juden, die waren ja begeistert vom Judentum, vom Gesetz der Väter und so weiter. Das haben sie manchmal übertrieben, die Pharisäer nachher, die sich später entwickelt haben, die haben das übertrieben. Du siehst, man kann es auch übertreiben. Auch die Pharisäer und die Schriftgelehrten entstanden in der Zeit der Zeit von Malachi bis Johannes den Täufer. Du würdest gar nicht wissen, wo kommen die Pharisäer her? Die sind auch nicht vom Himmel gefallen. So, die Geschichte ist so wichtig. Lernt aus der Geschichte der Bibel, lernt aus eurer persönlichen Geschichte, aus der deutschen Geschichte. Heutzutage darfst du dies und jenes nicht mehr sprechen. Heimat. Stell dir vor, wenn du heute von der Heimat sprichst, dann sagen die Leute, kommst du vom Nazireich? Oder was ist heute dies? Und so weiter, du darfst heute vieles gar nicht sagen. Du fragst dich mal, warum? Warum kann ich keine Heimat, das Wort Heimat nicht verwenden in meiner Sprache? Nur nebenbei. So, die Geschichtsbücher gehören zu dieser Gattung der Geschichtsbücher, Samuel, Richter und die fünf Bücher Moses. Ohne die würdest du die ganze Heilsgeschichte nicht verstehen. Puh, warum sollte Jesus sterben? Du würdest nicht wissen, die Geschichte vom Abraham, hier aus dem zweiten Buch Mose, warum er den Isaak geopfert hat und dass Gott seinen Sohn geopfert hat, diese ganze Liebe und so, dass sich einen Bock erwählt hat. Alter, ein Lamm dort, was sich in Gestrüpp verfangen hat. Es ist so wichtig zu wissen, alle Schrift ist von Gott, vom Heiligen Geist eingegeben. Menschen haben getrieben vom Heiligen Geist diesen Themen geschrieben. Das Alte Testament war in drei Teilen gegliedert, das Gesetz, die Propheten und die Schriften. Und wir betrachten jetzt zurzeit mal die Schriften und das Gesetz und auch die Propheten so zwischendurch. Wir haben ja die Propheten betrachtet. Nächste Woche werde ich wahrscheinlich die ersten kleinen Propheten betrachten. Die fünf Bücher Moses war die Tora, das Gesetz, das war das Wichtigste. Die Beschreibung Gottes, was ist Gott, wie Gott sein Volk durch die Wüste geführt hat. Das ist so wichtig. Die Propheten sind die früheren Schriften. Hier, was wir haben, Josua, Richter und 1. und 2. Samuel, diese sind auch Geschichtsbücher. Ohne Josua würdest du nicht wissen, wie Israel das Land eingenommen hat, was für Probleme sie hatten, was das Christenleben wirklich ist. Du bist im gelobten Land, du bist Christ und du hast noch viele Kämpfe. Und wir müssen kämpfen und mich behaupten, durchsetzen. Die ersten und zweiten, und das 1. und 2. Könige wird erzählt, was die Könige waren und wie sie regiert haben. Und so wie die späteren Propheten, Jesaja, Jeremia und Hesekiel und die kleinen Propheten, die behandeln auch die Zeit, die Geschichte, wie Gott redet, wie Gott sich offenbart, wie Gott Menschen ruft und immer wieder zurückholt. Und die Schriften, das ist die Psalmen, das ist Prediger, sind die Sprüche, Salomos, wird dem Salomo zugeschrieben, das Buch Hiob. Was wären wir ohne dem Buch Hiob? Viele Leute wollen das Buch Hiob gar nicht haben. Das sollte aus der Bibel gestrichen werden. Aber es ist gut. Sie haben Moses und die Propheten und die Schriften. Lass sie dieselben hören, hat Jesus in dem Gleichnis gesagt von dem reichen Mann und dem armen Lazarus. Lass sie dieselben hören. Das hohe Lied, wie Gott die Menschen liebt. Ich habe euch sehr lieb. Verstehst du, wie den Menschen nachgeht? Diese Mädchen, der Bräutigam, diese Mädchen nachgeht. Oder dann die anderen Bücher, Ruth. Das Buch Ruth gehört in der Bibel, obwohl es eine Moabiterin war, war gar keine Jüdin, aber sie hat sehr viel beigetragen, dass der David gekommen ist, und Ruth ist in der Linie von David auch später und wichtig in der Linie von Jesus. Dann sind die Klagelieder des Jeremia, dann Prediger,
dann Esther, dann Daniel und dann Esther und Nehemia. Diese Bücher gehören zu den Schriften. Und es ist wichtig, dass wir die Schriften lesen, die Schriften zu Herzen nehmen. Nimm dir mal Zeit. Gönn dir mal diese Zeit und lies mal diese Bücher. Und es, du wirst sehen, was für ein Reichtum da findest. Was für eine Beute, was für ein Schatz du hier entdeckst. Wir orientieren uns als Christen hier jetzt in unserer Zeit und als bibelgläubige Menschen nach der Septuaginta. Das war die Übersetzung des Alten Testaments ins Griechisch von 70 Gelehrten. Die haben übersetzt da 250 vor Christus. Ja, damit die griechisch sprechenden Juden auch was verstehen vom Wort Gottes. Und ohne der Septuaginta, ohne über diese Übersetzung ins Griechische, hätten wir das Evangelium nicht verstanden. Das war so wichtig, dass wir das Alte Testament haben. Und das war die jüdische Bibel in der hellenistischen Welt. Die Septuaginta ist eine der größten Leistungen des Frühjudentums, dass das übersetzt wurde, dass Gott es zugelassen hat, obwohl orthodoxe Juden schimpfen. Die Übersetzung der Septuaginta ins Griechische wäre genauso viel wie die Zerstörung des Tempels, aber es ist nicht wahr. Wir verstehen die Geschichte nicht, wenn wir nicht in unserer Sprache hören die großen Taten Gottes, und dann wurde die Septuaginta später ins Lateinische übersetzt. Und mehr als 400 Zitate aus der Septuaginta finden wir im Neuen Testament. Also es ist so wichtig, dass wir das alles verstehen. Ohne dem Alten Testament verstehst du nicht das Neue Testament. Manche Leute sagen, ich lese nur das Neue Testament. Das Alte packe ich nicht, das ist mir nur die Zahlen, verstehst du, bedeutet mir nichts. Das vierte Buch Mose, das sind nur die Zahlen, es geht nur um Zahlen, Statistik, auch das ist so wichtig. Gott ist ein Mathematiker, alles was Gott macht, ist alles, hat mit Zahlen zu tun, nur nebenbei. Wir werden es, wenn wir das vierte Buch Mose mal betrachten, dann werden wir darauf auch eingehen. Für Gott ist die Zahl wichtig, die Zahl 1, die Zahl 3, die Zahl 4, die Zahl 5, die Zahl 6, die Zahl 9, die Zahl 10, die Zahl 11 und so weiter, die Zahl 15, die Zahl 16, du kannst die Bibel nehmen, wo du willst, nimm irgendein biblisches Buch und schlag Psalm 16 auf, dann ist Krieg, oder irgendwo Matthäus 16, da ist auch Krieg und so weiter. Es geht um Kampf, was also darstellt, wie Gott um die Menschheit kämpft und ringt. Nur nebenbei, Gott ist ein Mathematiker, das alles berechnet. So, unsere Bibeleinteilung ist von der Septuaginta geprägt. Auch sehr wichtig. So, die haben natürlich auch noch die Apokryphen gehabt. Luther hat es rausgeholt, aber er sagt, es ist gut zu lesen, aber es ist nicht Gottes Wort, weil die einfach, ja, Luther ganz besonders dran gearbeitet hat. Da stand nicht so, spricht der Herr, oder wird nicht groß der Name Gottes erwähnt. Muss auch nicht sein. Bei der Ruth ist auch der Name Gottes gar nicht groß erwähnt, aber Gott ist ein großer Gott. Wie groß ist mein Gott? Halleluja, du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte. Habe ich hier gehört. Es ist so wichtig, die Zusammenstellung ist eine Offenbarung Gottes gewesen. Diese 70 Leute, die haben das natürlich nicht leicht gemacht, die in kurzer Zeit das übersetzt haben für die hellenistischen Juden, zusammengestellt. Das ist ein großes Werk, diese Septuaginta. Wie können Gott danken, dass Menschen an der Bibel gearbeitet haben, dass sie zusammengetragen haben, wie der Esra hier, nach der Rückkehr aus der babylonischen Gefangenschaft, zuerst das Gesetz und so weiter, und dann die Geschichtsbücher und die prophetischen Bücher und dann die Schriften. Die Menschen sollten wissen, die sollen nicht nur am Computer sitzen oder am Smartphone, tick, 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 verstehst du, und nur noch Bilderchen anklicken und Bilderchen angucken. Nein, Gott will uns was sagen. Durch jeden Satz in der Bibel will der liebe Gott zu uns reden. Ich streife heute nur die Geschichte Israels und ihrer Könige. Also ich kann nicht die ganze Bibelschule durcharbeiten. Da müsste ich Wochen, Monate nur diese Themen behandeln, Buch für Buch, Vers für Vers, Kapitel für Kapitel. Das Wort Chronik stammt aus dem Griechischen Chronos, Chronologie, Chronikon. Das ist fortlaufende Zeit, einfach Ergänzung, was die anderen Schreiber vergessen haben, übersehen haben, nicht wichtig genommen haben, unterschlagen haben. Manchmal haben sie auch unterschlagen, das stimmt. Aber der liebe Gott hat gesagt, das kommt mir in die Bibel, das ist mir wichtig. Weißt du, wir können manchmal unterschlagen. Ich kann auch manchmal in meiner Predigt das eine unterschlagen, das andere unterschlagen, aber dann schaltest du dein Radio ein oder dein Fernsehen und dann predigt da irgendjemand im Fernsehen und sagt genau das, was
ich nicht gesagt habe oder gedacht habe, ich sage das lieber nicht. Ja, wir sind Menschen. Und die Bibel ist von Menschen geschrieben. Die ist nicht wie ein Buch vom Himmel gefallen. Es ist eine Sammlung, Biblia, Bibliothek, es ist eine Sammlung von Büchern. Hieronymus hat hier die 5 Bücher ganz besonders übersetzt. Und dann war es wichtig, dass es in Lateinisch ist, dass das Volk, im 3. Jahrhundert natürlich, dass das Volk das lesen kann. Auch hier die ganzen anderen Schriften, hat ins Lateinische übersetzt. Und es ist so wichtig, dass was ausgelassen wurde oder was nachgetragen werden sollte oder was übergangen worden ist, was der eine nicht wichtig gehabt hat oder gehalten hat, den anderen war es wichtig, auch uns. Den einen ist das wichtig, den anderen ist jenes wichtig. Der eine freut sich über den Heiligen Geist und der andere freut sich über den Herrn Jesus Christus. Und der Gedanke damals war, dass die Chronik nur Information geben sollte, dass die Leute aufgeklärt sind. Ohne Aufklärung läuft nichts, auch in unserem Leben. Es muss aufgeklärt werden. Und die früheren Aufzeichnungen hier der biblischen Geschichte fehlten in den Königsbüchern. Fehlte, was alles passierte von David ab bis zur babylonischen Gefangenschaft, was alles passierte. Warum ist passiert, was passiert ist? Der Verfasser geht auf die Chronik der Geschichte der Könige Israels ein, 1. Könige Kapitel 14, Vers 19, bis, ja, sogar er hat die Quellen angezapft aus der Könige von Medien und Persien, auch was der Esther war, verstehst du, wir wüssten gar nicht, wie die Juden gehasst, verfolgt wurden, was damals schon ein Holocaust im Anzug war, durch den Haman, und wie das alles abgewehrt wurde und wie Gott arbeitet, dass Gott sogar die Frauen benutzt, die Esther, ein hübsches kleines Mädchen, verstehst du, eine Prinzessin, die dort in Harem irgendwo war, sie wartet, bis ihre Stunde kam, und als ihre Stunde kam, dann hat sie Gott gedient, wurde gebraucht. Nur als Beispiel, und die Chronik beginnt mit dem König David, das ist das Ideale, so will Gott haben, denn David war ein Mann nach dem Herzen Gottes, auch wenn er ein Lump war, in aller Liebe, auch wenn er Fehler gemacht hat, auch wenn er vieles nicht konnte und durfte, weil er manche Bürger geschossen hat. Und der Priester Esra hat es behandelt und ehrlich geschrieben, ohne Beschönigung, und dann die Chronik und die Könige hören mit der Perserzeit auf, und das Buch gliedert sich dann zuerst mal in der Geschichte Israels und besonders David und Salomo. Das wird betont, so will ich mein Reich haben, wie der David war, wie der Salomo war, in der ganzen Ausweitung vom Euphrat bis ans Mittelmeer, von Norden bis ja, an die Spitze von Sinai, Halbinsel am Roten Meer irgendwo in Elat. Das waren die Grenzen, wie Gott Israel haben wollte. Und ein einziges Mal haben sie diese Grenzen erreicht, was Gott verheißen hatte. Erst erlebte unter Salomo, diesem Friedenskönig, erlebten sie die Ausdehnung des Reiches Gottes. David hat es alles erkämpft und der Salomo hat es alles dann erwirtschaftet durch die vielen Hochzeiten, was er da gehabt hat, diesen ganzen Frauen, wo er da verschwägert und verheiratet war. 2. Chroniker, Kapitel 10 bis 36, ist die Geschichte der Könige Juda. Und das andere ist dann, wie die nördlichen Stämme nach Assyrien verschleppt worden sind. Ist es wichtig, dass wir wissen, gerade den Stamm Juda hat Gott benutzt, dass Jesus aus diesem Stamm kommt. Warum? Wir werden nachher noch später darauf kommen, warum gerade aus diesem Stamm Juda Jesus kommen sollte, obwohl Juda war nichts Besonderes, war nicht der Erstgeborene, nichts. Das war Gottes Plan, Gottes Absicht. Und dass David ein König war, das war auch Gottes Plan. David war das 8. Kind, nicht immer nur der Erstgeborene, sondern Gott macht, ja, er umgeht viele Sachen. Weißt du, du darfst nicht schockiert sein oder traurig sein, warum bin ich nicht der Erstgeborene? Manche, wenn ich so von Erstgeburt spreche, die möchten gleich die Erstgeborene sein. Bei jeder Hochzeit die Braut und bei jeder Beerdigung die Leiche. Ist gar nicht so wichtig. Gott nimmt den David, das 8. Kind, Juda. Oder der Stamm Levi, das sind Banditen, die haben Blutbad angerichtet in Sichem. Und gerade dieser Stamm Levi wurde zu Priesterstamm gewählt. Aus diesem sollten dann die Leviten kommen, die ganzen Priester. Weißt du, du fragst dich manchmal, warum Gott ja, die schlimmsten Leute benutzt manchmal, um sein Reich zu bauen.
Und diese Leviten, die so ein Blutbad angerichtet haben, die sollten kein Erbe in Israel haben. Die sollten das Volk mit Gott versöhnen, die sollten Priester sein, die sollen dienen. Nachher, nach der Rückkehr hier aus der babylonischen Gefangenschaft, wurden dann diese Leviten eingeordnet, hat der Esra und Nehemia, vor allem Esra war das, er war ja ein Schriftgelehrter, dieser Esra, und dann hat diese 24 Ordnungen eingeteilt, und dann war der Zacharias in der Ordnung und so weiter, als er diente noch im Tempel, als er dran war, da plötzlich erscheint ein Engel und spricht: Zacharias, deine Elisabeth wird schwanger werden und so weiter. Und du siehst, dann du fragst dich manchmal, warum gerade dieser Zacharias, er war der Priester in der 24. Ordnung, also als hoher Priester tätig. Gott macht Geschichte, Gott schreibt Geschichte, auch die Chronik, auch die Königebücher. Der Verfasser der Chronik beschreibt die Zeit nach dem Exil und will der Generation, die jetzt zurückgekommen ist, bewusst machen, ihr seid ein Teil der Offenbarung Gottes. Was alles passiert ist, ist vollkommen egal. Gott ist immer noch der alte Gott. Wie er einst beim David war, so ist er immer und alle Zeit, so ist er auch heute noch. Er hat sich bis heute nicht verändert, Geschwister, auch jetzt in unseren Tagen. Gott hat sich nicht verändert, auch im Neuen Testament. Wenn Gott die Geschichte schreibt, der Chronist hier richtet seine Betonung auf die rechtschaffenen Könige Judas, auf Asa, auf Hiskia, auf Josia. Und er will den Heimkehren damit sagen und sie motivieren: Wenn ihr euch richtig verhaltet und Gott dient, wird Gott auch euch dienen. Er wird sich bei euch offenbaren, er wird euch segnen. Und der Chronist hält sich strikt an die Geschichte der Könige, die überliefert worden sind. Also er bringt nichts Neues. Was? Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Steht ja beim Prediger schon. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Und er hält sich ganz strikt an der Liste der Könige und fügt mal den einen König und den anderen König ein, die anderen ausgelassen haben oder nicht erwähnt haben. Wir wundern uns manchmal zu einem Stammbaum Jesu, denn bis Zerstörung des Tempels hatten die Juden einen festen Stammbaum. Sie wussten, ich bin aus dem Hause sowieso, ich bin Sohn dessen und so weiter. Und dann nach der Zerstörung des Tempels wussten sie nicht mehr. Und deshalb nach der Zerstörung des Tempels war dann wichtig, dass die Mutter sagt, du bist der Erstgeborene. Mutter bestimmt dann die Erstgeburt nicht mehr oder die Abstammung nicht mehr der Vater. So, und auch Jesus wurde dann, wir sehen die Stammbäume von der Maria und vom Josef, also das wusste man aufgrund der Chronik, dieser Listen, die da aufgestellt worden sind. Und der Chronist betont ganz besonders die guten Könige. Ich will da noch eine Botschaft bringen und zwischendurch was sagen zu einem Exkurs. Und bei uns ist wichtig, dass wir nicht immer das Schlechte betonen. Oder das, was nichts ist. Sondern wir sollen immer wieder das Positive und das Gute betonen. Und weitermachen, nicht nur immer von schlecht, alles ist schlecht. Guck mal, die ganze israelitische Geschichte war schlecht eigentlich, aber dazwischen gab es auch gute, adlige Könige, die Gott dienten, Gott liebten von ganzem Herzen. Red nicht alles so schlecht. So, das wollte Gott hier durch die Chronikbücher sagen. Red nicht alles schlecht, mach nicht alles schlecht, dass alle Kirchen schlecht sind, dass alle Gemeinden schlecht sind, dass alle Pastoren schlecht sind, dass alle Gesellschaften schlecht sind. Nein, es gibt auch gute Menschen dazwischen und edle Menschen dazwischen. Und er redet über eine Zeit, als Israel noch nicht getrennt war, die 12 Stämme beieinander waren. Weißt du, es ist so wichtig, dass wir auch an die alte, gute, alte Zeit erinnern. Es war einmal, so fängt jedes Märchen an. Wir sollen uns auch an die gute, alte Zeit erinnern. Früher, oh mein lieber Gott, gingen wir mit Lobgesang zum Hause Gottes, den Bergen und der Schuh auf der Schulter, und wir liefen und priesen den Herrn, die Pilger. Ja, früher, denk doch mal an früher in deinem Leben, als du noch im Sandkasten spieltest, als du noch in die Schule gingst, als du noch zu Hause warst, als dir noch gut ging, denk doch an früher. Und nicht nur an die letzten Tage, wo du noch knackst und knickst und knatterst, verstehst du? Du solltest nicht nur an die schlechten Tage denken. In der Bibel steht es zwar, es kommen die Tage, die einem nicht gefallen. Der Mann, der das gesagt hat, Moses, der ist sogar 120 geworden. Nicht nur 70 und 80 Jahre. So, red nicht alles so schlecht. Und
gerade Chroniker hier und das erzählt ja, wie es am Anfang war. Es ist so wichtig, dass wir wissen, wie war es am Anfang? Wie war es am Anfang? Als es noch keine Spaltung gab, als wir noch nicht auseinandergegangen sind, als wir noch alle gesegnet waren, als wir noch alle Gott lobten und priesen, wie war das einmal? Wie soll man daran denken? Nach der Teilung des Reiches war Israel nicht mehr Israel. Sie waren geteilt. Das hat Gott nicht gewollt, aber das hat der Teufel versucht, dass die Leute auseinandergedividiert wurden. Und wir sollten sehen, auch der Teufel ist auf dem Plan. Auch in Israel und Juda damals. Die Geschichte wäre ganz anders verlaufen, wenn sie alle eins geblieben wären bis zum Schluss. Aber das ist nicht möglich. Auch hier, wenn eine Erweckung passiert, wenn Gott irgendwo segnet, nach kurzer Zeit, die meisten Erweckungen haben nicht länger wie 3 Jahre gedauert, egal welche. Und dann kamen die Leute, wir müssen eine Bibelschule gründen, wir müssen jetzt das machen, wir müssen jetzt ein Gesetz machen, wir müssen einen Verein gründen. Und dann gibt es Teilung und Spaltung und so war es auch damals. Der Mensch bleibt Mensch. Das will Chroniker und Königbücher sagen. Der Mensch bleibt Mensch. Gott benutzt immer den historischen Rahmen, auch für unser Leben. Du bist nicht da irgendwo in einem luftleeren Raum geboren. Du bist hier in Deutschland, bist in Berlin. Ja, und du kannst nicht raussuchen, wo du geboren wurdest oder so weiter. Ja, du kannst deine Eltern nicht aussuchen, deine Mutter, dein Vater nicht. Du bist in diesem Rahmen hineingeboren. Darum ist es wichtig, die Geschichte zu kennen, die Familiengeschichte. Geschwister, es ist so wichtig, dass wir die Familiengeschichte kennen, denn nur dann können wir die Familiengeschichte auch aufarbeiten. Ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Du weißt gar nicht, wer alles dazugehört, wenn du deine Familie nicht kennst. Und viele Berliner, ich habe so viele Beerdigungen gehalten, ich war schockiert, viele Berliner kennen ihre Angehörigen nicht mehr. Verstehst du? Da hat eine Mutter in Neukölln 8 Kinder gehabt und kein einziges Kind war da. Der Bestatter hat mir gesagt, also ich habe alle Kinder angerufen, alle mitgeteilt, aber die haben sich für die Mutter nicht interessiert. So ist die Welt, dass man sich füreinander nicht mehr interessiert. Es ist so wichtig, dass du deine Geschichte kennst, deine persönliche Geschichte. Ich komme aus dem und dem Hause. Ich habe die und die Entwicklung, den und den Hintergrund, was auch immer. Und dann, du musst auch die allgemeine Geschichte kennen. Als ja, in der Sowjetunion, den Ersten und den Zweiten Weltkrieg, das war der große Vaterländische Krieg. Und hier bei uns war ja der Zweite Weltkrieg, Hitler war da, die Nazis waren da. Aber bei uns war der große Vaterländische Krieg. Wir hatten eine ganz andere Geschichte. Kriegsgeschichte, verstehst du, total anders. Weißt du, jedes Volk hat eine andere Geschichte, kommt von woanders her, anderen Background. Und wir müssen auch die Heilsgeschichte kennen. Die normale Weltgeschichte und Heilsgeschichte, die gehören zusammen, die sind nicht trennbar. Jesus ist ein Jude gewesen, der war kein Schweizer und kein blonder Germane. Verstehst du, Jesus war ein Jude. Und du musst die Geschichte kennen. Aus dem Hause Davids war er, er konnte sich darauf berufen. Josef wäre König gewesen, wenn damals noch Königreich gewesen wäre, Königreich Juden. Aber er ließ sich dann in Nazareth nieder, weil er Angst hatte, er kommt aus dem Hause David. Der Herodes würde mich köpfen, wenn er mich erwischen würde. Denn er wollte ja die Geschichte auslöschen. Der Teufel will unsere Geschichte auslöschen, dass wir nichts über uns wissen, nichts über unsere Eltern wissen. Und in der Bibel ist es so wichtig, dass wir wissen. Denn Gott sagt ja, ich will die Sünden der Väter bis ins 3. und 4. Glied heimsuchen und den Segen bis ins 1000. Glied. Überleg einmal, du musst ja wissen, wo kommt der Segen her? Vielleicht habe ich doch in meiner Linie eine Oma gehabt, die für mich gebetet hat. Oh Gott, segne meine Urenkelchen, wenn die kommen und so weiter. Die hat dich gar nicht gesehen, gar nicht erlebt. Aber es ist so wichtig, dass du weißt, in meiner Geschichte, und manche wundern sich, warum bekehre ich mich, warum... Der bekehrt sich nicht, aber der bekehrt sich. Warum? Weil irgendwo im Stammbaum von der und der Familie war eine gesegnete Frau, ein gesegneter Mann, der für Gott was getan hat. Oder in manchen Familien ist Mord und Totschlag und Katastrophe und Chaos und Fehlgeburten, weil da irgendwo eine Sünde vorliegt in der Familie, will die Sünden der Väter heimsuchen bis ins 3. und 4. Glied. Gott knüpft immer an unsere Geschichte an. Er will, dass wir unsere Geschichte verstehen, die Geschichte aufarbeiten. Das ist so wichtig. Nach unseren Sünden müssen wir unsere Geschichte als erstes aufarbeiten, diese Geschichte lösen, uns von dieser Geschichte lösen, unter Umständen. Die Kinder Korah hier in der Bibel,
Das war ein Sänger im Tempel Gottes. Und wir wissen, was der Kora war. Das war ein Gauner, der hat rebelliert gegen Moses. Und die Erde tat sich auf und verschlang die ganze Rotte Kora. Aber die Kinder haben sich distanziert vom Vater. Sie haben nicht den Vater verachtet, aber sie haben sich distanziert. Die Fehler, die unser Vater gemacht hat, das machen wir nicht mit. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir als Nachkommen aus der und der Familie, dass wir uns distanzieren, was im Dritten Reich gewesen ist. Das kannst du noch verfolgen, was im Dritten Reich war. Oder in der DDR unter den Kommunisten oder in Russland unter dem Stalin. Da kannst du noch genau rekonstruieren. Und da kannst du sagen, ich distanziere mich davon, ich löse mich davon. Auch die Verletzungen, die in deiner und eurer Familie waren, die Flüche, die bei manchen Familien da waren, das muss aufgearbeitet werden. Wir müssen immer wieder heilen. Das ist Heilung der Geschichte. Deine Wiederherstellung ist die Heilung deiner Geschichte, deiner persönlichen Geschichte, deiner Familiengeschichte. Gott offenbart sich durch die Linien, durch die Nachkommen und er wirkt durch die Linien. Um Davids Willen will ich den König verschonen, auch wenn er ein Ahab war, auf einen Lump war, auf einen Götzendiener war, um Davids Willen. Und warum Gott den einen und den anderen verschont, müssen wir auch wissen. Ja, um Davids Willen, um Jesu Willen. Gott offenbart sich zu denen er gesprochen hat, denen die Verheißung gab, die er gesegnet hat. Ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und du musst wissen, du musst kennen deinen Abraham, deinen Isaak und deinen Jakob und deinen Juda und wie sie auch alle heißen. Die anderen kannst du auslassen, überspringen. Weißt du, das ist auch wichtig. Wir können die Geschichte nicht verändern oder neu schreiben. Meine Biografie kann ich nicht neu schreiben. Ich bin, was ich bin. Und du bist, was du bist. Und du darfst bleiben, was du bist. Und du kannst nur das Gute aus deinem Leben rausnehmen und einfach den Herrn reinlassen und dann vielleicht noch mit der Geschichte füllen, aus nicht nur die Könige, was sie alles getan und getrieben haben, nein, so aus Chronik noch, was Gott hier noch getan hat, wie Gott hier seinen Segen in deinem Leben hineinkommen lassen ließ und so weiter. Und die anderen kannst überspringen. Und die Bibel überspringt so vieles, die Linie Kains und so weiter, die Nachkommen Nahos und Lots und die Linie Esaus überspringt. Das ist gar nicht wichtig. Aber der Esau war auch gesegnet für seine Linie. Er hätte für sich selber aufarbeiten müssen. Und nicht nur der Jakob. Die Geschichte mit Gott ist wichtig. Wie hat Gott mit dir verfahren, so wie er mit Jakob verfahren hat, wie er da beim Laban dienen musste? Wenn Gott mit einem Geschichte macht und so weiter, dann erwählte sich Leute wie David und wie dem Stamm Juda, nicht die Erstgeborene. Er erwählt, der sich erwählen lässt, der bereit ist, Gott, mit Gott zu gehen, mit Gott zu wandeln, mit Gott zu leben. Die Geschichte Gottes beschreibt bestimmte Schicksale, Schicksalsschläge auch unter Umständen, nicht nur das Geburtsrecht. Weißt du, dass du dort und dort geboren bist, dass das und das, kannst nichts dafür. Das und so weiter. Aber du kannst etwas nachher machen. Und er diente dem Herrn zu seiner Zeit. Dient dem Herrn zu deiner Zeit. Er diente dem Herrn zu seiner Zeit, in seinen Tagen. Es ist so wichtig, dass du nicht das Geburtsrecht nützt, sondern das Gnadenrecht Gottes, dass Gott einen erwählt. Juda wird als die Linie genannt, aus dem der Herrscher kommt. Gott und nicht die Menschen bestimmen die Entwicklung. Vergiss die Menschen, lass die Menschen bleiben. In 1. Chroniker Kapitel 5, Vers 2 heißt es, denn Juda war mächtig unter seinen Brüdern und aus ihm soll der Fürst kommen, Josef aber behielt das Erstgeburtsrecht. Also du siehst, Jesus soll aus diesem Volk kommen, aber jetzt der Josef, obwohl er der Jüngste war, der soll das Erstgeburtsrecht kriegen. So steht in 1. Chroniker 5, Vers 2. Gott macht Geschichte, mit wem er will. Und er beweist das im Buch Chronik ganz klar. Er schaut nicht auf deinen Geburtstag, in welcher Reihenfolge du gekommen bist. Selbst wenn du ein Trilling bist oder Zwilling, verstehst du? Auch wenn du ein paar Sekunden oder ein paar Minuten auseinander bist mit dem Bruderchen oder Schwesterchen. Gott erwählt sich den Stamm Levi, Kapitel 6 in Chroniker, 1. Chroniker. Die Priesterwürde bekam Levi. Ich lese da, was da passierte in 2. Mose 32. Verstehst du? Als nun Mose sah, dass das Volk zuchtlos geworden war,
Denn Aaron hatte sie zuchtlos werden lassen. Er war auch ein Levit, dieser Aaron. Und das, dann Gott zum Gespött Gott gemacht hat. Und da trat Moses in das Tor des Lagers und rief zu den Kindern: Lewe, versammelt euch, ihr Söhnen Lewis, ihr Priesterkaste, versammelt euch. Und er sprach zu ihnen: So spricht der Herr, der Gott Israels, ein jeder gürte sein Schwert um die Lenden und gehe durch das Lager hin und her von einem Tor zum anderen und schlage jeden Bruder, jeden Freund, jeden Nächsten, macht, also von den Leviten, der nicht zuerst sich da gerufen fühlt. Und die Söhne Levis taten, wie Moses gesagt hatte, und es fing an jedem Tag vom Volk 3000 Menschen wurden getötet. Und Moses sprach: Füllt heute eure Hände mit zum Dienst für den Herrn, denn ein jeder ist wieder sein Sohn und Bruder gewesen, damit auch heute der Segen gegeben wird. Das ist so schreckliche Geschichten. Aber das war Gott, bevor er Christ wurde. Halleluja. Bevor er Christ wurde. Verstehe Gottes Wege, warum das so und so passierte. 1. Chroniker Kapitel 9, Vers 1 und folgende Verse lese ich. Und ganz Israel wurde ein aufgezeichnet im Geschlechtsregister und aufgeschrieben im Buch der Könige von Israel. Und Juda wurde weggeführt nach Babel um seines Treuesbruchs, weil er Gott nicht treu war. Juda wurde weggeführt, weil Gott nicht treu war. Und du siehst, worauf Gott achtet. Gott achtet nicht nach der Nasenspitze. Gott achtet nach der Treue. Bist du Gott wirklich treu? Lebst du das wirklich aus, was du glaubst? Und zuerst, nachdem sie in der Gefangenschaft waren, da wohnten Israeliten, Priester und Leviten und Tempelsklaven noch in Kanaan. 1. Chroniker 9, hier wurden dann die Heimkehrer erinnert, aber vorher wurde eine Liste aufgestellt, wer alles weggeführt wurde in der Gefangenschaft. Du siehst, die haben peinlichst genau aufgeschrieben, wer gehört zu wem, wer was ist und wer bleibt zurück und wer geht in die Gefangenschaft. Und in Israel, Jerusalem wohnten einige der Söhne Juda, einige der Söhne Benjamins und einige der Söhne Ephraims und Manasses in Jerusalem, verstehst du, obwohl das Land schon besetzt und in die Gefangenschaft geführt wurde. Also ein Rest blieb immer übrig. Das ist Gottes Geschichte. Ein Rest bleibt immer übrig. Nicht die Masse, ein Rest. Und das ist typisch für Gott. Das ist typisch für das wiederhergestellte Israel. Und das ist auch typisch für die Zurückgekehrten. Das ist nur ein Rest. Da glaubt doch nicht, dass alle Juden wieder aus der babylonischen Gefangenschaft zurückkamen. Die sind noch so gut in Babylon gefallen und so weiter, dass sie sich dort niederließen und weiterlebten. Dort hatten sie schon Kinder und Enkelkinder und was weiß ich, verschwägert und verwandt waren sie sowieso mit so vielen Leuten dort in der Gegend. Einzigartig in der Chronik ist, dass die Betonung darauf liegt, dass der Ausdruck ganz Israel, auch wenn es nur ein Rest war, ganz Israel. So Gott sieht immer das ganze Israel, er sieht nicht den Einzelnen, ganz Israel. Wenn er heute Deutschland anschaut, er hat vielleicht 10 Deutsche und dann sagt ganz Deutschland. Bei Gott gilt ganz was anderes. Gott wollte ein Volk haben, dann hat er Abraham gerufen, einen einzigen Mann aus Ur in Chaldea, Salomo und David. Sie betrachten sich als ganz Israel, diese 12 Stämme, ganz Israel. Und auch hier, die wohnten in Jerusalem, ganz Israel, aus dem Stamm Manasse, aus dem Stamm Ephraim, aus dem Stamm Benjamin, aus dem Stamm Juda. Und die anderen Rückkehrer, die vermischen sich auch. Der Stamm Juda ist ein Mischmaschvolk. Verstehst du? Juda hat alles aufgenommen. Wir können gerne bei uns wohnen. Und so ist, und das macht ganz Israel. Weißt du, du musst die Sache mit den Augen Gottes sehen und nicht mit rassistischen Augen. Ja, der gehört bestimmt da und dort. Ich habe einen Jude mal gehabt, der war bei mir und er sagt, ich bin ein reinrassiger Jude, ein Kohen, also aus der Levitenlinie. Ich habe gesagt, das glaube ich nicht ganz, es gibt keine Reinrassigen mehr. Die sind alle vermischt miteinander. Und dann habe ich gesagt, in der Schweiz, da gibt es eine Firma, da kannst du dein Blut hinschicken, Blut abnehmen lassen, dein Blut dort hinschicken und wir werden dann feststellen, ob du wirklich ein Reinrassiger bist. Und dann hat er das gemacht und weißt, was passiert ist? In seinem Stammbaum waren die Wikinger und von wegen der Reinrassig. Wikinger, Blut hat er gehabt, verstehst du? Und aus Kleinasien oder aus Asien dort, oder aus Russland,
Da ist er da mit welchen Hunden verwandt gewesen, Mongolen, verstehst? Der war schockiert, dass er nicht mehr reinrassig ist. Und du wirst schockiert sein, wir sind nicht mehr reinrassig. Mir hat neulich jemand erzählt, und der machte so Stammbaum für ganze, also für Adlige, die Adlige sein wollen, macht so ein Wappen und ein Zeichen. Und dann sagt, wir sind fast alle, fast jeder ist mit dem Karl den Großen irgendwo verwandt, denn der hat 80 Kinder gehabt. Verstehst du? Wir sind irgendwo da so Inzucht, in aller Liebe. Irgendwo sind wir mit dem Karl den Großen verwandt. Ich mache da gar nicht mehr groß. Verstehst? Volk Gottes sollte eine Einheit darstellen, ganz Israel. Auch wenn sie noch so verschieden sind, auch wenn sie nicht reinrassig sind. Gott kann seine Kinder segnen, wenn sie eins sind. Nicht reinrassig. Weißt du, das ist das Ziel. Wir sollen einmütig sein. Als sie einmütig beieinander waren, fiel der Heilige Geist. Das ist es, ganz Israel. Denn wo 32 versammelt in seinem Namen, dass er mitten unter ihnen, so steht es in der Bibel, und was sie zwei oder drei bitten, das wird der liebe Gott erhören. Die Einheit im Geist ist so wichtig. Und wenn ich so die Chronik lese und so weiter, dann stelle ich 6 Dinge, die mir groß geworden ist, was Gott hasst, was Gott nicht mag, was Gott nicht ausstehen kann. Ein stolzer Blick, Sprüche Kapitel 6, Vers 16, eine lügende Zunge, ein Mensch, der unschuldiges Blut vergießt, ein Mensch, der ein böse Pläne in seinem Herzen hat, denen sage ich's, denen hau ich was rein. Verstehst du? Und dann, Gott hasst solche Leute. Und das ist, warum die in die Gefangenschaft kamen, wegen Treulosigkeit. Und hasst Füße, die schnell zum Bösen rennen, eine falsche Zunge, die zum Lügen spricht. Und dann hasst er Menschen, die Zwietracht unter den Brüdern sehen. Er hasst die. Wir wundern uns, mein Gott. Aber wenn du diese Bücher nicht liest und ihn nicht kennst, wie sollst du so verstehen, was Gott hasst, was Gott nicht mag, was Gott ein Gräuel ist? In aller Liebe. Zwietracht ist nach der Bibel gleich Mord vor Gott. Zwietracht, wenn man sich streitet. Gott nimmt die Dinge ernst. Weißt du, er ist nicht blind auf einem Auge und im anderen sieht er nicht. Nein, Gott hat uns lieb, aber er hasst die Sünde. Er liebt den Sünder, aber er hasst die Sünde in aller Liebe. Gott hasst die Gräuel. 1. Chroniker Kapitel 13 lese ich dann wieder. Und ganz Israel wurde ihm gehorsam. Ja, wenn so 3 Leute gehorsam werden, da heißt es schon, ganz Israel ist gehorsam geworden dem Herrn. Sie dienten dem Herrn. Und der Herr machte Salomo größer und so weiter und segnete ihn. So ist nun David, der Sohn Israels, König gewesen über ganz Israel. Zuerst war er über Hebron, wo die Riesen wohnten, diese Stadt, wo die Enoch-Kinder waren. Da war er König zuerst mal über Hebron. Und dann war er König nach 7 Jahren in Hebron, König über ganz Israel. Das alles erfahren wir, die Entwicklung, wie ein Mensch sich entwickelt hat. Er hat mit der Picke angefangen und der Chronik sind nicht enthalten die schweren Sünden Davids und so weiter, aber in der Chronik sind enthalten, so muss ich sagen, in der Chronik sind enthalten die Sünden Davids, seine Fehler, was er da mit dem Uriah gemacht hat, wie er dann absichtlich töten ließ, das hättest du nicht erfahren, weißt du, und David diente dem Herrn in seinen Tagen, dann liest du nur das Gute, das Glänzende, das Aufpolierte, aber hier erfährst du in der Chronik, dass er ein Schlitzohr war. Auch die Schwächen Davids, dass er nur sich für den Krieg interessiert hat, nur Israel groß machen wollte, aber für seine Familie keine Zeit gehabt hat, der hat sich nicht interessiert für die Vergewaltigung der Tamara oder die Rebellion Absaloms, was da war. Das hat alles übergangen, das war ihm wurscht. Und er zeigt uns, wir sollen nicht nur für den Herrn arbeiten und kämpfen, wir sollen auch für unsere Familie sorgen. Und wir haben eine Verantwortung für unser Haus, für unsere Familie. Was mit unserer Familie passiert, mit unseren Kindern passiert und Enkelkindern passiert. Wir sollen die segnen. Selbst wenn du die gar nicht gesehen hast und sie unter Fernen liefen, so irgendwo in der 10., 15. Generation leben. Es wird übergangen in Könige und so weiter, die verschiedenen Gewalten und die Intrigen, was zwischen den Kindern Davids war. David ignoriert das alles. Er will den Absalom gar nicht sehen. Nur als Beispiel. Geschichte für sich selbst. Warum plärrte nachher so dieser König David, als der Absalom tot ist? Oh, wäre ich bloß gestorben. Aber Absalom trug ein unsichtbares Brandmal
das David in sein Leben gebrannt hat. Der Vater, die Sünden der Väter will ich heimsuchen. Verstehst du, der Junge kann nichts dafür, dass er dann gegen den Vater, gegen die Mutter, gegen das ganze Haus rebelliert. Das Buch der Könige überliefert einen ganzen Katalog von Abweichungen der Menschen von den Wegen Gottes. Auch das ist so wichtig, dass der Salomo so viele ausländische Frauen liebte, was auch war und so weiter. Und dann er liebte diese moabitische, amoritische und edomitische und sidonitische und hethitische Frauen aus ihren Völkern. Und die lenkten sein Herz ab von Gott. 1. Könige 11, Vers 1 und folgende Verse. Und als er nur alt war, neigten seine Frauen sein Herz fremden Göttern zu, so dass sein Herz nicht ungeteilt bei dem Herrn, seinem Gott, war, wie beim Vater David. Was nützt es, ein guter König, ein Friedenskönig sein, und doch sein Herz war nicht bei Gott, sondern bei den Göttern. Und darum sagt die Chronik nichts wieder. Ja, und deshalb ist so wichtig, dass David und Salomo als ideale Könige vorgestellt werden. Ganz Israel. Lass dich nicht täuschen. Im dritten Abschnitt der Chronik, im zweiten Chroniker Kapitel 10 bis 36, da ist die Spaltung des Königreichs ins nördliche und südliche Teil. Und da wird betont auf Juda, ganz besonders auf die rechtschaffenen, guten Könige und so weiter. Und da war der Rehabeam noch, und er steht für ganz Israel noch, und unter seiner Herrschaft teilt sich das Reich, nicht unter Salomo, sondern unter seinem Sohn aus dem Haus Juda. Dem Rest soll dann der Messias kommen, aus dem Rest, immer aus dem Rest. Da bleibt immer noch was übrig, auch wenn ein kleines Baby mal übrig geblieben ist. Da hat eine Frau einen kleinen Jungen aus dem Königshaus versteckt, mitgenommen, und der wurde dann später König, ein Nachkomme Davids. Ja. Vieles wird weggelassen, für vieles wissen wir nicht und so weiter, vieles wird ignoriert, und das ist auch in unserer Geschichte. Wir nehmen vieles nicht so wichtig, ach, soll das wichtig sein? Gott nimmt alles wichtig, Leute. Gott nimmt alles wichtig, sogar jede Kleinigkeit. So, konzentriere dich auf das Ziel, auf das Wesentliche, auf der Hauptsache, auf das Entscheidende. Und was ist das Wichtigste? Und als Rehabeam König wurde, die Priester und die Leviten und ganz Israel hielten sich zu ihm und sie dienten dem Herrn. Weißt du, ganz Israel, vielleicht waren nicht alle, aber einige gläubige, tiefgläubige Menschen dienten dem Herrn und so weiter. Und sie suchten den Herrn und sie folgten den Leviten. Da lese ich in 2. König, Kapitel 2, Vers 13. Und für 3 Jahre, sie wandelten in Wegen Gottes, in Wegen des Vaters Salomo und so weiter. Und dann nach 3 Jahren haben sie wieder vergessen. Was war da los? Deshalb habe ich gesagt, Erweckung dauert oft nicht länger wie 3 Jahre. Dann kommt Streit, wie bei der Erweckung in Jerusalem. Oh, sie waren ein Herz und eine Seele, sie hatten alles gemeinsam. Und dann kam Zwietracht, weil die kriegen mehr Fleisch im Topf, der andere ein bisschen weniger und so weiter. Und die fingen an zu zanken und sich zu streiten. Und dann hörten die Wunder und die Zeichen auf. Wir fragen uns manchmal, warum passieren so wenig Wunder? Warum passieren so wenig Zeichen? Warum redet der liebe Gott nicht mehr so intensiv in unserer Mitte? Warum? Weil wir vielleicht uneins sind. Zuerst, wir waren ein Herz und eine Seele. Und sie waren täglich im Hause Gottes, täglich priesen sie und lobten sie Gott. So lesen wir in der Apostelgeschichte. Wenn jemand richtig zu dem Herrn kommt und dem Herrn richtig folgt und die Wahrheit verkündigt, der wird gesegnet werden. Da lege die Hand ins Feuer, der wird gesegnet werden. Und da sehen wir immer wieder Menschen guten Willens, die das Reich Gottes unterstützen, das Reich Gottes bauen, für das Reich Gottes beten. Die werden gesegnet, denk an Hiskia. Und wir lesen dann von Josia, wie er den Götzendienst bekämpfte. Und Gott segne den Mann, heißt es dann in der Bibel, in der Chronika. Sie verfolgten Gottes Ziele und Gott segnete ihre Arbeit. Weißt du, wir müssen nur Gottes Arbeit tun und alles andere darf man ihm überlassen. Wenn du für Gott arbeitest, musst du um deinen Erfolg dich nicht sorgen, um deinen Fortschritt, um deine Gesundheit. Ja, ich muss für meine Gesundheit was tun. Nein, dien dem Herrn von ganzem Herzen, ganzer Seele, dann wird es dir gut gehen. Dir geht es so, wie es deiner Seele geht. Ja, dien dem Herrn richtig und der Herr sorgt für deine Versorgung, für deine Sicherheit, für dein Wohlergehen. Und das wird hier in der Chronik gesagt, Leute, wenn sie dem Herrn dienten,
Da ging es dem Volk wohl und gut. Ja, diene Gott und Gott macht den Unterschied. In Malachi, das habe ich gestern nicht ganz gelesen, da heißt es, und ihr sollt den Unterschied sehen, Malachi 3, Vers 18, wieder sehen, dass ein Unterschied ist zwischen dem Gerechten, der Gott dient, und dem, der Gott nicht dient. Ist ein Unterschied. Selbst wenn du noch so viele Fehler machst, so wie der David oder der Salomo oder andere der Könige, Gott übersieht deine Fehler, er sieht das Herz. Gott lässt dem Aufrichtigen gelingen, das ist der liebe Gott. Er sieht das Herz, er sieht deinen Willen, er sieht deine Motivation, auch wenn du nicht alles verstehst. Wisst ihr, warum du hier bist und was ist das Ziel deines Lebens? Lebe für das Ziel, arbeite für das Ziel, ich möchte nur dem Herrn gefallen, ich möchte den Himmel erreichen, ich möchte bei meinem lieben Gott sein. Lebe vom Ziel her, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und dann wird dir alles andere zufallen, in aller Liebe. Und die Chronik endet mit einer Erinnerung an die Chance für Israel, vor die lebten 200 Jahre. Hier, diese Geschichte wird dann, und dann erinnert, guck mal, jetzt könnt ihr neu anfangen, jetzt könnt ihr neu starten, jetzt könnt ihr was Neues beginnen, jetzt ist eure Gelegenheit, ein Neustart. 2. Chroniker, Kapitel 36, Vers 23, so spricht der Kyros, dieser Perserkönig: Der Herr, der Gott des Himmels, hat mir alle Königreiche der Erde gegeben und hat mir befohlen, ihm ein Haus zu bauen in Jerusalem und in Juda. Wer nun unter euch von seinem Volk ist, also ein Jude ist, der soll schnell nach Jerusalem gehen und der Herr wird mit euch gehen und zieht hin. Du siehst, das war der Mann von der Esther, der König Kyros. Und dann der Darius, der Sohn, verstehst du, hat gearbeitet auch. Weißt du, das Herz war schon von Gott vorbereitet. Wenn du eine gläubige Frau hast oder gläubigen Mann hast, weißt du, das prägt die Leute. Und deshalb heißt es in der Bibel, der gläubige Teil wird auf den Ungläubigen übertragen. Der Segen wird auf den Ungläubigen übertragen. Weißt du, das Wichtige ist, dass nur einer im Haus ist, ein Lamm für die ganze Familie. So ist diese Esra und Nehemia, die gingen sofort nach Hause, bauten das Reich Gottes. Ich möchte das mit dem Kennedy Wort hier, was der Kennedy mal gesagt hat, fragt nicht, was Amerika für dich tun kann, fragt, was kann ich für Amerika tun. Ich möchte hier den Satz umwandeln und einfach sagen, frag nicht, was Gott für mich tun kann, sondern frag, was kann ich für Gott tun? Halleluja, lieber Gott. Es gibt hier in dieser Welt noch so viel zu tun. Die Ernte ist groß und wenige sind der Arbeiter. Sende Arbeiter in deine Ernte, lieber Gott. Dein Werk, mein Gott, muss vollendet werden. Es ist noch nicht fertig. Und manche tun es lässig und treiben es lässig. Menschen sollen erfahren, dass du ein liebender Gott bist, dass du alle Menschen liebst, dass du allen Menschen nachgehst, dass du niemand aufgibst. Herr, ich bitte für so viele Menschen, die jetzt noch irgendwo brach herumliegen, untätig und mühselig am Straßenrand irgendwo ruhen. Herr, ruf sie in deine Mission, in dein Werk, in deine Geschichte, dass sie aus ihrem Leben etwas machen. Gib Gnade, dass noch viele Menschen ihre Berufung entdecken, bevor die Gnadentür zugeht. Dein Reich muss gebaut werden. Es ist noch nicht fertig. Danke, Herr, dass du uns auch hier durch die Chronik und durch die Königbücher ermutigst. Bau das Reich Gottes, egal wie stark du bist, wie gesegnet du bist, wie begabt du bist, wie talentiert du bist. Bau das Reich Gottes, Gott wird mit dir sein. Ich danke dir, Vater, dass du Menschen heute berufst in dein Werk. Amen.